Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen. Ich bin der Shorty von der Test Area. Da kommt unser neuester Traktor, der 39, mit unserem neuesten Anhänger, dem Abschieber. Und mich würde ja interessieren, ob das hier so klappt mit der Länge des Anhängers und dem Fahren, weil das meiste hier ist ja doch arg eng geraten. Ja. So weit, so gut. Schütt mal raus. Können wir jetzt die Produktion auch wieder starten? Ja. Diesel aus Raps aktivieren. So. Und dann müsstest du jetzt eigentlich zurück zum Feld fahren. Wenn du da hier rauskommst, da haben die schönen gelenkten Achsen am Anhänger. Sieht doch gut aus. Bis geht's. Ja. Ich meine, die Schiebetore, das nervt. Ne? Mit den Öffnungszeiten. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache. Dem einen gefällt es, den anderen nicht. Ich habe hier auch jetzt umgestellt, Großhandel Schüttgut. Wir werden jetzt das restliche Stroh verkaufen, weil wir mit der Stromproduktion schon wieder so weit sind, dass die doch recht voll ist. Die stehen da jetzt zwar rum und haben nichts zu tun, aber das täuscht, versprochen. Das wird sich noch ändern. Irgendwann brauchen wir nämlich alle Trecker. Ticker, Tacker, Ducker, Trecker. So, der holt jetzt den Rest Raps ab. Hier habe ich vergessen, das ist dieser Kurs, den ich mal gemacht habe, um das so zu testen, wie Obi-Wahnsinn das übermacht. Wegen der Ordentlichkeit halber, hätte ich das mal gewusst. Ich muss den Kurs wieder rausschmeißen. Ich mag das nicht so. Das dauert mir zu lange. Die Rangiererei und. Das ist zu teuer. So, sind bei 29%. Ich habe dich runtergeschraubt. 50% Ablieferung. Jawohl. Du wartest noch auf den Abfahrer hier, sonst passiert erstmal nichts. Müssen wir einen Moment warten. Ich habe den jetzt mal manuell genommen, um die Reste abzutanken. So, kann ich hier auch umstellen. Regelproduktion anliefern. Schüttgut, sehr schön. Machen wir den Rest vom Drescher näher. Und schicken den los. Das Ding läuft hier alleine. Hier ist viel Strom. Ne? Ah, das wird. Ja. Mit der Rangiererei wird das dann auch extra lange dauern. Mit dem Strohsammeln. Da fließt der Strohsammler. Ja, der kann nach Hause. Wir haben den beim letzten Mal gedankt. Wenn das Stroh abgesammelt ist, wird hier gemulcht und gekalkt. Das ist ja Raps, ne? Wenn wir in den Wachstumskalender gucken, Raps ansehen können wir erst im August. Im August können wir auch wieder unser Sorghum ernten. Dann gibt es auch wieder Mehl. Gib alles. Tschu, tschu, tschu. So. Schneidwerkwagen müssen wir von der Seite ran. Lohnungsleistung auf Feld 54 zu 40% abgeschlossen. Sehr gut. So. Aber wenn ich den Strom verkaufe und das Wasser verkaufe, das ich selber produziere,
komme ich natürlich viel, viel schneller an Geld an. Bei dem Strom würde ich sagen, ja, mach das. Bei dem Wasser bin ich mir aber noch nicht so sicher, obwohl auch Wasser ist nicht gratis, ne? Ich weiß nicht. Aber das mit dem Wasser lasse ich. Wasser verkaufen, das ist nicht wichtig, finde ich. Jedenfalls nicht hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo Unternehmen gibt, die Brunnen betreiben, Trinkwassergewinnung betreiben und das Trinkwasser dann verkaufen hier in Deutschland. Das wäre mir auf jeden Fall neu. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Habe ich nur noch nicht von gehört. Ja, der hat einen weiten Weg. Das ist so, und ich brauche einen Parkplatz. Für den Großen. Wo kann ich den denn hinparken? Ich brauche für viele noch einen Parkplatz. Na komm. Wir können den neben den Deutscher stellen. Wir werden nichts kriegen, was wir da noch reinschieben. Na, kriege ich noch einen? Ich nenne dich Parkenkipper. Los. So, wie ich das schieben muss später, werde ich noch sehen. Da kommt Geld rein. Das ist vom Strom. Das ist fertig. 4.789 Euro. Das ist nicht die Welt, ne? Aber denkt dran, das sind Reparaturkosten, Kraftstoffkosten, Mietkosten. 10 Ladungen davon sind 40.000 Rücken. Das kann schon mal ein schickes Anbaugerät sein, oder? Ne? Und dann kann ich mit dir warten. Geh mal groß. Dann gehen wir mal dahin. Wir müssen ja nämlich warten, bis wir abgesammelt haben. Das Stroh. Erst dann können wir unser Feld wieder bearbeiten. Und dann fällt dich dann auch noch wieder unendlich viel Strom. Ja, du stehst jetzt nur hier, weil wir unsere Wiese nicht mähen können. Die Feldbearbeitung heißt, wir müssen noch Stroh absammeln, dann müssen wir stiegeln, dann kalken, dann sind wir erst soweit. Haben wir denn noch eine Mission, die wir dabei schubsen können? Ballen pressen. Hä? Silageballen für die Biogasanlage. Das ist doch immer eine tolle Sache. Feld 63. Mit Greta ausleihen. So. Das ist immer eine tolle Sache. Und jetzt haben wir auch mal einen Trecker über, mit dem wir da unterstützen können. Weil der ja nur einen Trecker hat. Wenn der presst, kann der andere Trecker schon losballen sammeln für uns. So habe ich mir das gedacht.
So, Feld 63. Erster Weg mit 63, Kurs laden. Mähen mit 9 Meter. Bitte sehr, bitte gleich. So, der kommt nach Hause. Und parkt sich ein. Vielleicht auf dem Rückweg neue Stroh besorgen. Bis eine Ecke zu fahren, ne? Oh. Wait. Bleibst hier, du bleibst hier. Du bist auf dem Weg parken. Du bist hier, du bist hier. Du. Dem geben wir jetzt die Fresse. Ach, wir müssen den Big M noch beschleunigen. Kurs laden. Wir müssen den Big M noch besteuern und nehmen ihm die Fluchtumfahrung. Wir geben ihm mehr Geschwindigkeit. So arbeitet er auf jeden Fall schneller als die Ballenpresse. Wie war denn der Kurs? Habe ich den anfangen müssen? Am Feldrand abschlagen. Dann liegen die Ballen wieder später im Weg. Aber gut. Ich halte dich nochmal an. Denn wurde geblitzt. L, wir nehmen 150er Ball. Weniger Ball, weniger Arbeit. Ja, der beginnt am Vorgewinnen. Ne? Das ist nicht gut. Aber okay. Was soll's? Er holt jetzt noch eine ganze Ladung darunter, dann würde ich sagen, den Rest wir hatten, also ich hatte einen Mulcher geliehen mit 12 Meter. Er braucht 270 PS. Design 1. Design 2. Oh, nicht schlecht. So. Er wird gemietet, der Mulcher. Und da fahren wir mit dem Mac hin. Ach komm, wir fahren mit dem neuen. Warum auch nicht? Danach müssen wir noch. Oh. Nach dem Mulchen müssen wir noch drüber kalten, dann ist das Feld auch soweit wieder fertig. Lass dich hier stehen. Wunderbar.
Da fällt mir gerade ein, ein eigener Kalkstreuer wäre doch endlich mal schön. Da haben wir auch genug auf dem Konto. Weil es kostet immer diese Leihgebühren, ne? Die kosten auf Dauer auch Geld. Bleib hier. Die kosten auf Dauer auch Geld. Und das nicht zu knapp. Ne? Also die Mietkosten. Wie weit sind wir mit der Pro-Produktion? Ja, das passt. Typisch hinterher. Ja, wenn der jetzt auf die Feldbahn kommt, dann kann das nämlich sein, dass eben die Ballen immer im Weg sind. Dann müssen wir immer eingreifen. Wir werden sehen. Er wird noch mal voll und dann muss der noch mal wieder kommen. Also auch das wird noch mal eine Fuhre mehr werden. Ja gut. Was hat das Feld für Bedürfnisse? Unkraut, ne? Der Ladewagen ist toll, muss ich sagen. Ist schon mal ein großes Plus von dem DLC gewesen. Und schön wendig. Gut, 270 PS Leistungsbedarf ist natürlich eine Ansage, aber das Problem haben wir ja nicht. Das läuft ja bei uns. Alles wartet. Und hier ist, das ist viel Geld, was hier nicht noch. Und jetzt? Passt. Jetzt ist der Ball im Weg. Also muss ich jetzt schon anfangen. Ball zusammen. Während die hier zugange sind. Dann machen wir das doch mal. Na gut, hier ist noch eine Ladung Stroh, die weggebracht wird zum Verkaufen. Einlagern, wir haben 300.000 Liter. Und mehr Stroh. Das Einlagern wäre jetzt blöd. So, unser McCormack ist unterwegs, der soll unterstützen, schon mal Ballen sammeln. Umso schneller ist auch die Mission abgehakt. Warum denn McCormick? Ja, fackelt nicht lange, ne? Die Lageballen haben auch ihr Gewicht. Der beschleunigt. So. Pause. Warten. Hier das ganze Stroh. Ah, da fehlt jetzt der zweite Ladewagen. Ne? Aber da denke ich schon wieder, nee. Für ein so kleines Unternehmen machen wir einen Ladewagen. Nee. Was machen die Produktion eigentlich? Wir haben ja schon wieder eine Stunde um.
diese Produktion läuft. Ja, die braucht, ne? Ach, ewig. Ewig. So, Mineraldüngerproduktion aus Mist läuft. Die braucht aber auch ewig. Ewig. Strom, elektrische Ladung steht auf Verteilen, das aus Stroh, das läuft. Unsere neuen Produktionen sind auch angelaufen. Mineraldünger, Saatgut, 6 Saatgut, 4 Dünger, plus Wasser, plus Strom. Hier, Kirschen, Pflaumen, Äpfel. Da müssen wir mal gucken. 30.000 Liter Saatgut. Werden wir dann bei Gelegenheit einfach mal voll machen müssen. 60.000 Liter Mineraldünger. Das ist auch eine Ansage. Muss der erstmal haben. So, aber das funktioniert hier. Jetzt musste nur aus der Frucht raus. Keule. Kannst da nicht stehen bleiben. Du kannst da nicht stehen bleiben. So ist gut. Bleib nicht in der Frucht stehen. Hier wird es jetzt komisch, ne? Das war aber abzusehen. Und die sind jetzt hier gleich zu dritt sogar, ne? Hier, ne? Da hättet ihr der Bäume halber mal Kollision raus aus der Gabel. Vorverkauf. Ballen sammeln, während noch gemäht wird. Mähen, während noch gepresst wird. Jetzt hängt er gleich wieder am Baum. Nimm, er fährt rückwärts. Ich bin beeindruckt. Und wieder rückwärts fahren, bitte. Ah, das war knapp. Hat funktioniert, aber war knapp. So. Ach, der ist bald fertig. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Stroh sammeln soll. Hier haben wir jetzt das Problem. Ich könnte jetzt noch eingemischt. Jetzt ist wieder ein Ballen im Weg. Oder auch nicht. Das ist ein Theater. Der Strohsammler ist gleich fertig auf unserer 37. Na gut. Oh je, fahr rückwärts. Ihr Lieben. Na. Ah. Kaps geahnt. So.
Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Und jetzt noch den restlichen Stroh von der 37, dann schicken wir den rüber. Missionsfeld 54, das Stroh da absammeln und verkaufen. Würde ich sagen. Und das machst du mit Absicht, ne? Ja, das ist. Dann müsstest du eigentlich gleich Kettensäge raus und gib ihm. Gar nicht diskutieren. Demnach ist der nicht. Ja, der ist fertig. Nehmen wir den beiseite. Ruhe nicht stören. Dann können die anderen in Ruhe machen. Na gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Gerne natürlich auch wieder auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Da haben ja schon viele Leute von euch den Weg zu uns auf dem Discord Server gefunden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das macht ihr ja auch alle fleißig. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum und das Schöne ist, er wächst. Und wächst und wächst. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, das ist völlig gratis und kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.